Nee, Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich freue mich, Sie wieder als werte Zuschauer und Zuschauerinnen am Start haben zu dürfen. Ich hoffe, Sie werden die heutige Clash of Clans-Folge mehr als genießen. Ja, das hoffe ich inständig, ja? Um es mal so auszudrücken. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Das ist cool, ja. Ich sehe gerade, um mal von dieser ganzen Schleimerei wegzukommen, ja, kann doch nicht wahr sein. Ich habe meine Baburima-Truppen erstmal ausgebildet. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich dachte, ich hätte zuerst die Drachen gemacht. Was aber auch sein kann, ich glaube, ich weiß, was das war, was das für ein Problem war. Und zwar, ja, ich habe ja mal auf die Drachen geklickt im letzten Part, ne? Wissen wir alle Bescheid. Aber ich habe anscheinend fälschlicherweise auf Bearbeiten gedrückt, statt auf Ausbilden. Ich hasse diesen Random Kai. Ich habe ihn schon immer gehasst. Oh mein Gott. Er kann einfach gar nichts. Okay, nächster Clankrieg ist gegen Redur Zagros. Level 6er Clan. Könnten wir Chancen haben. Theoretisch. Ja? Gut. Also. Das war das Signal. Wir können starten. Ja? Und in dem Sinne, machen wir das auch mal. Ja? Ha, Le Freundes. Was geht hier eigentlich nun ab? Nun! Yes! Hi. Wisst ihr, was ich sagen würde? Und wisst ihr, was ich jetzt gerade überlegt habe? Gerade just in diesem Moment, ja? Wisst ihr, was ich da überlegt habe? Wisst ihr es? Wollt ihr es herausfinden? Wollt ihr es wissen? Ja? Ich kann's euch sagen. Ich überlege jetzt einfach mal so frech, wie ich bin. Ja. Ich überlege, dass ich jetzt zu Anfang eines Parts hin immer die Baburima-Truppen nehme und am Ende dann die Drachen. Wisst ihr warum? Weil am Anfang haben wir ja noch den Barbarenkönig am Start. Sie verstehen? Und naja, das... Oh Gott, Heilung! So heilet euch, bitte nun! Weil wir haben den Barbarenkönig am Start, am Anfang, gerade am Anfang. Und wenn wir quasi dann am Anfang den, ja, die Drachentrupps benutzen und so. Dann, finde ich den Barbarenkönig manchmal ein bisschen deplatziert. Wisst ihr warum? Weil, naja... Wir brauchen den Barbarenkönig eigentlich gar nicht so am Anfang. Das ist das, was ich glaube. Weil die Drachen ja sowieso alles kaputt machen, so nach dem Motto, ne? Schade, wieder keine Sterne bekommen. Das ist doof. Aber wenigstens ein bisschen Gold bekommen. Das, Ja, da fliegen sie. Ja. Unsere besten Freunde, ja. Ja, das hilft mir wenigstens ein bisschen darüber hinwegzukommen, dass wir, naja, doch keinen Stern geholt haben. Was trotzdem ein bisschen doof ist, ne? Aber okay, was willst du eigentlich machen nun? Wenn ich jetzt noch ein Dorf finde mit ungefähr 400.000 Gold, das sieht zwar auch okay aus und so weiter, aber ein Dorf mit 400.000 bis 500.000 Gold, damit ich direkt die letzte Sprungfalle machen kann. Das wäre geil. Ich guck mal, ob ich was auftreiben kann. Bis gleich. Okay, wisst ihr was? Ich hab doch keinen Bock auf so ein 500.000 Golddorf. Ja. Ich hab sowieso keins gefunden. Also denke ich mir ein bisschen bei. Wisst ihr Bescheid? Okay, Wir knattern... Wo knattern wir jetzt rein? Ich würde sagen... Hier hin. Ja. So. Jetzt muss ich nur hoffen, dass die ganzen Luftabwehren schnell genug kaputt gehen. Damit wir auch an die Elixierlager rankommen. Weil deswegen habe ich auch hier diesen das Lager kaputt gemacht, ne? Erster Drache ist weg. Zweiter Drache ist weg. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell hier. Los, mach kaputt jetzt nun eigentlich. Nun. Danke, Bruders. Fängs vormachen, kaputting. Nun. Ja.
trotzdem diese... Ah! Scheiß Bogiturm! Mach dich weg! So, jetzt bitte nochmal ganz schnell an die Elixierlager dran, ja? Das wäre sehr, sehr freundlich. Wenn es vielleicht noch geht, das Rathaus. Das Rathaus, ne? Ich muss mit dem erhobenen Zeigefinger drauf zeigen. Jetzt kriegen wir das nie hin. Scheiß Bogiturm. Warum muss das so eine Range haben? Mach kaputt! Wird nichts! Ah! Na, wenigstens ist der Drache oben noch und macht das Rathaus defekt. Das ist gut. Das ist schön. Okay, ich kann jetzt mathematisch berechnen, dass die beiden Elixierlager hier, ja, so war sie hier stehen, dass die beiden 120.000 Elixier messen. Oder auch nicht. 80.000. Man kann sich ja mal irren, ja. Aber das finde ich gut. Wir kommen dem Level 3 Drachen ein Stück näher. Ohne Witz. Das finde ich gut. Wir haben 400.000 Gold, 400.000 Elixier mitgenommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Möchte ich sagen. So. Wir haben trotzdem nicht genug Gold. Habe ich noch was in der Clanbox drin? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Ja, ich bitte einfach darum, dass wenn ich heute Abend onkomme, dass... Naja... Dass alles so bleibt, wie es ist. Das Elixier bleibt auch so, wie es ist. Und der nächste Part ist ja schon der 300. Kann das sein? Da werde ich mit euch noch ein bisschen drüber reden jetzt gleich. Wir picken uns einen Kampf raus und dann werde ich mit euch mal ein bisschen drüber talken, was ich denn so vorhaben könnte. Ich will jetzt nicht alles raushauen und so, aber den Part, den ich heute Abend aufnehmen werde, kein Deutsch. Der Part, den ich heute Abend, für mich heute Abend, aufnehmen werde. Es wird der für mich 300. sein. Ja? Und da der 300. oder da jeder 100. Part ja immer als was Besonderes empfunden wird, dachte ich mir, komm! Du, Rede uns Kai, wirst etwas ganz, ganz Besonderes zaubern, ja? Was sehr, sehr, sehr Besonderes. Du wirst vielleicht mal 30 Gems in den Wind schmeißen, um mal ein paar mehr Angriffe zu machen und so weiter und so fort. Ne? Und vielleicht werde ich diese Folge auch so aufziehen, dass ich so ein kleines Resümee ziehe, so aus Clash of Clans, weil 300 Parts ist schon eine verdammt lange Zahl, ne, wenn man das mal so bedenkt. Das ist halt nicht wenig und ich habe auch schon sehr viele Spielstunden hier drin verbracht, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich über 300 Spielstunden hier drin, na, 100, wenn ich an die 100 Spielstunden hier drin habe, dann würde ich nicht lügen. In dem Sinne, das ist eine gute Sache. Kann man drüber reden, kann man drüber talken. Die Freunde, der Angriff ist passé, ja. Er hat Glück gehabt, die Schweinesau, ja. Besonders mit den 2 Sternen hat er ein bisschen Glück gehabt. Aber ist schon in Ordnung. Wenigstens holt er keine 100% mehr, oder? Skip das Ganze mal. Ne, kann er nicht. Das kann er gar nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sieht man sich morgen dann beim 300. Part wieder. In dem Sinne, bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.